mehr so ganz herangekommen an dieses Top-Resultat, hat dann auch zwei Tour de France aufgeben müssen nach Stürzen in diesem Jahr. Bei vier Rundfahrten auf Platz 2 und dann hat er seine, da sag ich mal, seine, Entschuldigung, seine Saisonplanung in der neuen Mannschaft auch einfach mal verändert. Normal ist ja immer noch die Dauphiné-Rundfahrt, so das wichtigste, letzte große Vorbereitungsrennen für die Tour, auf Klassement gefahren, so wirklich für ein Top-Resultat. In diesem Jahr hat er gesagt, ich will da mitfahren, aber ich habe eigentlich nur dieses, dieses Ziel Tour de France im Kopf. Das sollte vielleicht auch ein möglicher, sag jetzt mal nochmal, anderer Weg zum Erfolg sein. Traust du ihm nochmal zu, aufs Podium zu fahren? Nein. Also, ich habe einen riesen Respekt vor ihm, weil er halt schon so lange auf so einem hohen Niveau fährt. Natürlich weiß ich auch seine Geschichte. Nichtsdestotrotz muss man ihm da irgendwo auch Respekt zollen, wie man so lange auf so einem hohen Niveau fahren kann. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass er bei der Konkurrenz in der Lage ist, aufs Podium zu fahren. Ich freue mich aber trotzdem, dass er hier noch dabei ist und dass, wenn er sich dazu entscheidet, den Giro nächstes Jahr zu fahren, weil er halt einfach immer dafür sorgt, dass manchmal Rennsituationen entstehen, die so nicht entstehen würden, weil er gerne auch mal ein Risiko nimmt, in den Bergen Attacken fährt, die sonst keiner fahren würde, also auch keiner fahren kann. Und von daher ist er schon auch ein wichtiger Teil für so eine Rundfahrt, um da Spannung drin zu behalten. Aber ich glaube nicht, dass er da immer noch das Vermögen hat, da wirklich die Tour zu gewinnen. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich vor 2014, als er gestürzt ist. Da war er wahrscheinlich so stark wie noch nie. Und was man danach auch bei dem Vuelta gesehen hat, der gewinnen konnte. Ja, aber seitdem konnte er nicht mehr wirklich daran anknüpfen. Es wird ins Podium mitfahren, aber ich glaube nicht, dass er auf dem Podium landen wird. Er selbst hat gesagt, seine Wattwerte sind genauso gut wie 2014. Er wäre in einer ähnlich guten Form. Aber wir wollen ein paar Worte verwenden. Auf diese Kathedrale, die Kathedrale Saint-Étienne verwenden. Die Stadt von Toul hat sehr gelitten im Zweiten Weltkrieg. Damals sind 40% aller Häuser in der Altstadt zerstört worden. Und auch die Kirche hat sehr gelitten. Mittlerweile wieder ein wunderschöner Bau. Aber viele, viele Jahre war das nur ein Provisorium, weil man an der Dachkonstruktion viel zerstört war und erst im Jahr 1980, also 35 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war man dann wieder so weit, dass das Dach wieder in einem ja, ansehnlichen, wirklich schönen Zustand war. Und die Westfassade, die wir jetzt da vorne gesehen haben mit den Türmen, die erst ab 2003 wieder in den ursprünglichen Zustand instand gesetzt worden. Sie sehen es, ist eine ländliche Gegend. Ob die Kühe da so begeistert sind, ob der Dekoration, die ihnen da umgehängt worden ist. Der Kopf war hier unten. So, jetzt kann man vielleicht nochmal einen Blick auf die unterschiedlichen Helme und die unterschiedlichen Rollen in der Lotto-Soudal-Mannschaft werfen. Wir haben zum Beispiel vorne Thomas de Gent, bei dem ist klar, der wird eher jetzt auf diesen frühen Kilometern der Etappe seine Arbeit leisten. Ähnlich ein Lars Ytting Bak, der dahinter zu sehen war. Also das sind nicht unbedingt die Leute fürs Hochgeschwindigkeitsfinale, aber alle, die letztendlich in die direkte Sprintgestaltung eingebunden sind bei der Mannschaft von André Greipel, die sind dann auch wirklich mit einem neuen Aero-Helm unterwegs. Genau, weil dann, wie schon gesagt, das ist dann schon wichtig, dass man da alles Aero geht, was geht. Aero, Rad, Laufräder, Anzug und dann auch Helm, um da einfach das Maximale rauszuholen. Natürlich für so einen Mann wie De Gendt, der den ganzen Tag von vorne fährt, wäre es eigentlich noch umso wichtiger, alles Aero zu haben. Aber wie auch schon erwähnt, einige Fahrer bevorzugen einfach klassisches Material. Er fährt einen klassischen Rahmen, einen ganz normalen Helm. Kann sein, dass er einen Einteiler anhat, aber sonst eher einfach alles Standard. Mittlerweile sind wir seit 12.05 Uhr, also seit mehr als 3,5 Stunden hier am Mikrofon für Sie zugange. Versuchen Ihnen möglichst viel zu erzählen. Natürlich auch über einen Georg van Kajersbrück. Wir haben vorhin die eine oder andere Geschichte über ihn zum Besten gegeben. Ist Profi seit 2011 und war dann bis 2016 Teil der Quickstep-Mannschaft, also der Mannschaft, für die ein Marcel Kittel hier im Sattel sitzt.
Und dann hat man ihm am Ende der Saison 2016 gesagt, also wir sehen da nicht wirklich eine Zukunft für dich, obwohl er auch mal in seiner Heimat Belgien so ein bisschen als potenzieller Nachfolgekandidat für Tom Boonen galt. So ein ähnlicher Typ von den Körpermaßen, 1,93 groß, 86 Kilo schwer, so ein schwerer Klassikerfahrertyp, guter Zeitfahrer. Und dann hat er vor dieser Saison, obwohl er Angebote hatte von großen Teams, wie Trek Segafredo oder Lotto NL Jumbo, hat er gesagt, ich gehe lieber zu einer kleinen Mannschaft, weil bei Trek Segafredo müsste ich zum Beispiel für einen John Degenkolb arbeiten. Und er hat gesagt, 2017 soll sein Jahr der Wahrheit sein, wo er selber auf Resultate fahren möchte, um seiner Karriere einfach nochmal eine ganz neue Wendung zu geben. Wie schwer ist das eigentlich für einen Sportlerkopf, wenn man bei den Rennen ja eigentlich die ganze Zeit immer nur Helferdienste leisten musste und dann wieder praktisch so den Modus zu switchen und dann zu sagen, okay, jetzt fahre ich wirklich auch im Finale auf eigene Kappe und ja, um ein Resultat zu erzielen. Das ist ja dann für ihn fast schon eine ungewohnte Situation. Ja, ich habe mich ja selber auch in der Situation einige Male wiedergefunden, dass ich dann, als ich 20 war, relativ erfolgreich Profi geworden, dann arbeitest du und danach gehst du zum Team, wo eigentlich der Kapitän bist. Und das ist schwer, weil wenn du es die Zeit noch nicht gemacht hast, du bist keine Finals gefahren, das sind gegen eine Positionierung und einfach auch mit dem Stress umgehen, der Verantwortung. Das ist nicht immer so einfach, deswegen, wie ich gestern auch schon erwähnt habe, ist halt das, was zum Beispiel Leader machen, was unterscheidet Leader, also Kapitäne und Helfer auch davon, welche Rollen sie haben. Das ist nicht unbedingt immer die Leistungsfähigkeit, sondern wie man mental mit solchen Situationen umgeht. Der eine kann es besser als der andere und man kann solche Sachen auch einfach verlernen. Wenn man über Jahre hinweg immer einfach nur Nachführarbeit macht oder für andere ins Finale fährt, man ist vielleicht im Finale, aber man muss nicht auf Ergebnis fahren, dann verlernt man das. Dann verlernt man den Instinkt. Man weiß nicht, man hat diesen Killerinstinkt aber nicht mehr, wo man weiß, okay, jetzt muss ich einen Antritt fahren, jetzt muss ich dann doch vielleicht mal eine Attacke bringen, so und so viel vor dem Ziel. Weil man einfach nur noch gewohnt ist, jemanden in die perfekte Position zu bringen. Und man kann es zurückbekommen, das erfordert aber sehr viel Geduld und halt auch Vertrauen des Teams dann. In seinem Fall gehe ich davon aus, dass er das komplette Vertrauen vom Team hat. Er hat es ja auch schon zurückgegeben durch seine Fahrweise dieses Jahr. Aber ja, das ist halt alles nicht, dieser Wechsel ist auf jeden Fall nicht einfach. Und manchmal wundert man sich ja, dass Fahrer, wenn man gedacht hat, sie sind für sich selber einfach so stark, dass sie diese Rennen auch selber gewinnen können. Aber die können es vielleicht einfach nicht. Die haben einfach nicht, ja, einfach nicht mehr das Gefühl dafür, selber um den Sieg mitzufahren. Ja. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist Danilo Rondo. Der war ja mal früher selber in seiner besten Zeit ein Top-Sprinter, Etappen gewonnen beim Giro d'Italia, echt viele Profirennen gewonnen. Und im Herbst seiner Karriere ist er dann so in die Rolle des Anfahrers gewechselt, dann viel Arbeit geleistet bei Tour-Etappensiegen für Alessandro Petacchi. Und der ist ja augenscheinlich ein schneller Mann. Aber wenn er dann mal selber die Chance hatte, bei kleineren Rennen oder aufgrund, weil es sich einfach die Rennsituation ergeben hat, selber zu sprinten, dann war er nicht so gut, wie er früher mal war, weil er, ja, wie ich es mir zumindest denke, einfach dann ja mit der Situation auch gar nicht mehr so selbstverständlich umgegangen ist, derjenige zu sein, der das Ergebnis einfahren will. Genau, also die meisten Anfahrer sind ja selber auch gute Sprinter. Wiederum ist das Training eines Anfahrers auch ein komplett anderes als ein Sprinter. Man ist die Leistung ist einfach ein komplett. Es ist nicht diese Spitze, sondern eher ein längeres Intervall, welches aber trotzdem mit hohen Wattzahlen gefahren wird. Von daher, das Training ist schon mal anders und dann natürlich trainiert man darauf, sagen wir von 5 bis 300 Meter schnell zu fahren oder bis 200 Meter. Aber das ist natürlich bei 200 Meter fahren die Sprinter halt auch erst los mit 65. Und das ist halt nochmal so ein Unterschied. Man verlernt es natürlich vom Kopf her, aber auch man verlernt es dadurch, dass man es nicht trainiert. Deswegen ist halt als Anfahrer auf einmal in die Rolle zu schlüpfen, einen Sprint selber zu fahren, ist glaube ich echt schwer. Ja, ich meine, man sieht es ja zum Beispiel, ich finde, ein sehr bekanntes Beispiel ist Mark Renshaw. Mark Renshaw war schon immer ein super Sprintanfahrer, hat diese Rolle ausgefüllt für einen Mark Cavendish und dann hat sich damals die Rabobank-Mannschaft, heute heißen die Lotto NL Jumbo, gedacht, also wenn der so guten Sprint anfahren kann, dann muss der doch eigentlich auch ein Typ sein, der selber Sprints gewinnen kann. Dann hat er das 2 Jahre lang bei Rabobank versucht. Ich glaube, er hat 2 kleinere Rennen gewonnen. Und dann hat er selber eingesehen,
ich kann zwar ein super Anfahrer sein, aber ich kann kein Sprinter sein, der die Rennen gewinnt und ist jetzt praktisch wieder in seine alte Rolle zurückgekehrt und leistet jetzt wieder total wichtige Helferdienste für Mark Cavendish, ist derjenige, der ihn pilotiert in die perfekte Ausgangsposition. Das macht offensichtlich einen richtig großen Unterschied aus. Ja, das ist einfach komplett andere Welten. Und vor allem als Sprinter ist man natürlich irgendwo so ein bisschen, ein bisschen A sein zum Teil, um halt, man muss schon mal einen Ellbogen ein bisschen mehr ausdrücken und kann halt auch nicht jeder. Ne? Also wenn man natürlich zu nett im Sprint ist, dann gehst du da auch unter. Man muss schon eine gewisse Aura haben. Ich meine, natürlich ein André Greipel, da braucht man auch keine Aura, aber allein schon vom Körperbau hat man da Respekt. Aber zum Beispiel so ein Brian Kokar oder auch Nasser Bohani, die sind ja beide relativ klein und schmal. Und die müssen es natürlich auch wegmachen durch ihre Art und Weise einfach, wie sie so einen Sprint angehen. Und das ist auch eine Persönlichkeitssache dann. Gerade Nasser Bohani hat ja da schon häufiger mal ein bisschen Ärger bekommen, auch mit den Kommissären, die dann die Entscheidungen treffen. Und je nachdem, wie viel Ellbogen er dann letztendlich da ausgefahren hat, im Sprint ist er auch schon das eine oder andere Mal distanziert worden. Das heißt also nicht disqualifiziert, nicht aus dem Rennen rausgeworfen, sondern ans Ende der Gruppe gesetzt worden. Da hat er sich auch schon das eine oder andere Mal beschwert, dass er so ein bisschen in die Rolle des Buhmanns geraten ist, dass wenn er was macht, dass es dann auch ihm so schnell sehr übel genommen wird, dass er dann halt entsprechend auch bestraft wird, während sich andere Fahrer da entsprechend genauso viel leisten können, aber die wiederum dann nicht bestraft werden. Ja genau, also ich meine, Bohani hat jetzt auch den Ruf gemacht und auf ihn wird auch ein besonderes Augenmerk gelegt und eigentlich müsste er mittlerweile auch gelernt haben, dass man bei ihm immer zweimal hinschaut und dass man ihn wahrscheinlich auch härter bestraft, als man andere bestrafen würde. Das hat natürlich auch einen Grund, einfach durch die Fahrweise, die er über die Jahre hingelegt hat. Hat immer noch einen sehr ordentlichen Rundentritt, trotz der 140 Kilometer, die er da jetzt alleine schon vorne ist. Gibt ja auch immer so eine Ausreißerwertung, wer die meisten Kilometer in der Ausreißergruppe vorne ist im Lauf einer Tour de France. Da führen noch Joan Ofredo und Taylor Finney, der Amerikaner, die am ersten richtigen Etappentag am Sonntag von Düsseldorf in Richtung Lüttich vorne waren mit 202 Kilometern. Auf Platz 3 dann Laurent Pichon und der Franzose Thomas Boudard mit 185. Aber gestern hat zum Beispiel Adam Hansen da auch mit 183 Kilometer, genauso wie Romain Hardy und Niels Pollitt, den wir eben am Ende vom Hauptfeld gesehen haben, da ordentlich aufgeholt. Und er, ich glaube so, na, 30, 40 Kilometer könnten wir ihn da immer noch vorne sehen. Ja, bestimmt. Die werden sie noch geben. Und wir sind ziemlich guter Dinge, dass er es heute aufs Podium der Tour de France schafft, als kampfreichster Fahrer. Wir haben gestern kurz darüber überlegt, wie denn eigentlich in diesem Jahr der kampfreichste Fahrer bestimmt wird. Ich hatte den Gedanken, dass es da so eine Twitter-Entscheidung geben wird. Ich habe es nochmal nachgelesen. Also es ist weiterhin eine Jury, die bestimmt, welcher Fahrer damit mit dieser Ehre ausgezeichnet wird und wer es denn dann aus Tourpodest schafft. Okay, ich hatte da irgendwann mal irgendwas gehört, aber wahrscheinlich auch nicht richtig gelesen. Genau, oder anscheinend nicht richtig gelesen. Am Ende ist natürlich auch, muss man schon ein bisschen da fragen, warum denn gestern der, wer hat es gestern gewonnen? Lilian Kamejan. Ja genau, der eigentlich nur 20 oder 25 Kilometer von vorne gefahren ist. Das ist natürlich schon schade für die Jungs, die da hinten dann 180 Kilometer um Bergpunkte und Sprintwertungen gefahren sind. Manchmal ist die entsprechende Nationalität da ganz hilfreich. Anscheinend, ja. Und dann ist es auch immer noch eine Frage dessen, wer steht sowieso schon auf dem Podest. Also zum Beispiel auf der ersten Etappe hat sich ja Taylor Finney das Bergtrikot gesichert und dann wurde natürlich, mag man fast sagen, sein Mitausreißerkollege Joan Ofredo als kampfreichster Fahrer geehrt. Und gestern war es auch, war ja klar, da war zum Beispiel Nathan Brown, der sich das Bergtrikot gesichert hat. Der war auch sehr aktiv, sehr weit vorne, zusammen mit Niels Pollitt. Und aber der wurde ja schon ausgezeichnet mit dem Bergtrikot, also hatte seinen Platz auf dem Podest. Und von daher war es auch relativ klar, dass er dann nicht zweimal dort sich präsentieren dürfte. Aber wir fanden zumindest, dass Niels Pollitt es gestern auf jeden Fall verdient hätte.
So ganz kontinuierlich sinkt der Vorsprung von Guillaume van Kaijersbulk. Aktuell sind es noch 4 Minuten 13. Es waren mal bis zu 13 Minuten, die er vor dem Feld hergefahren ist. Wird morgen auf jeden Fall einen sehr ruhigen Tag haben. Dessen kann man sich wohl ziemlich sicher sein. Wie wir das vorhin schon gesagt haben, diese unendlich langen, geraden französischen Landstraßen, die sind halt einfach wirklich das Unangenehmste, was einem als Radfahrer da passieren kann, als Ausreißer. Ja, in den letzten Tagen kam auch immer mal wieder die Frage auf, was denn diese Flosse unter dem Sattel, wie Sie hier sehen können, bedeutet. Also das ist, seit 2 Jahren wird das bei der Tour verwendet, um ja, sozusagen also ein Tracking, wie sie es von Paketverfolgung kennen, zu benutzen. Das heißt, man kann ständig verfolgen, wo sich die Fahrer aufhalten. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, auf welche Website das ist. Ich glaube, wenn Sie mal auf die Tour-Website gehen, da kann man bestimmt einen Link finden, wo man dann immer sehen kann, wo sich die Fahrer gerade aufhalten und welche Zeitabstände da herrschen. Sicherlich ganz angenehm, dass es jetzt mal ein bisschen bergab geht für Guillaume van Kaijersbulk. Denkst du, wie viele Kalorien wird er heute auf dieser Etappe mehr verbraucht haben als ein Fahrer am Hauptfeld? 200 Kilometer, na, knappe 5 Stunden etwa im Sattel? Ja, kommt immer aufs Gewicht drauf an, aber ich denke mal, dass so in seiner Gewichtsklasse dann wahrscheinlich also 1500 Kalorien mehr, würde ich mal vermuten. Was sagt deine Erfahrung, auf wie viele Kalorien kommst du so auf einer normalen Tour de France Etappe, 200 Kilometer oder an so einem normalen Tour de France Tag? Ja, das ist auch wieder, also Leute da draußen, das dürft ihr nicht mit euch selber vergleichen, weil wir natürlich auch alles trainierte Athleten sind und das kommt auch immer aufs Gewicht drauf an. Aber normalerweise, ja, bei mir so im Schnitt, würde ich mal sagen, mit der Tour verteilt, waren es mal so zwischen 4,5 und 5.000 Kalorien, würde ich sagen, ist so der Schnitt, ja. Weil es sich erstmal viel anhört, aber wir essen natürlich auch eine Menge über die Etappe. Wenn man sich überlegt, ist einfach so ein Riegel, schon mehrere hundert Kalorien hat oder eins und je auch noch einen hohen Anteil an Zucker, ist es schon so, dass wir da auch ausreichend Nahrung zu uns nehmen. Mhm.
was ist so eine normale Stundenleistung? Du wirst das ja wahrscheinlich auf dem Rad auch so ein bisschen verfolgen. Wenn ich da so auf dem Rad fahre, dann liege ich meistens irgendwie so bei 650, 700 Kalorien pro Stunde. Ja, genau. Das ist, du bist ja auch etwas größer als ich. Und auch etwas schwerer, was er jetzt gerade versucht, den selbst zu umgehen. Nee, also, wo wir immer geschaut, wir haben eigentlich so mehr mit Kilojoule gearbeitet. Was ja dann so ungefähr das Äquivalent ist zu Kalorien. Aber ich würde sagen, wenn es eine harte Rennstunde war, dann sind das so um die 800. Und also etwas eher wenig. Und wenn es weniger ist, dann ist es sowieso in deinem Bereich, aber im Radrennen halt genau. Also Lotto Suda, die Teamkollegen von André Greipel sind jetzt da doch ordentlich mit mehr oder weniger fast kompletter Mannschaftsstärke hier in den vorderen Reihen vertreten. Dahinter haben wir die Sky-Mannschaft um Chris Froome, den wir jetzt hier im Bild haben, um Garen Thomas. Lotto Suda ist so ein Team, das anders als mancher Konkurrent immer relativ früh sehr präsent ist an der Spitze, die sich da zeigen, die da ja auch versuchen, im Risiko aus dem Weg zu gehen, die auf diese Art und Weise aber natürlich auch ein bisschen mehr an Energie verbrauchen. Und ich habe mit André Greipel schon häufiger darüber diskutiert, inwieweit das sinnvoll ist oder inwieweit das natürlich auch auf der anderen Seite halt auch irgendwo so ein bisschen die Ressourcen relativ früh verschwendet. Ist natürlich die gleiche Taktik, wie es im Prinzip Sky auffährt. Man versucht, Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen und man wird nicht von so Überraschungsattacken überrascht. Also, das war schön, ja. Jetzt heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Team auf die, wenn ein Wind von der Seite kommt, da einfach dann mal losfährt, kann man davon ausgehen, dass alle von Lotto-Sudal den Zug erwischen und dann auch mit der vorne dabei sind. Das ist einfach, um Kontrolle zu haben über das Radrennen. Wenn es jetzt im Moment da so ein bisschen schneller geworden ist, hat das sicherlich auch was mit dem nahenden Zwischensprint zu tun. Also sind jetzt noch aus Sicht des Hauptfeldes, wird man schätzen, ungefähr 8-9 Kilometer. Also der Zwischensprint, der ist 50 Kilometer vor dem Ziel in Gauvillers. Und da hinter dem Ort soll übrigens auch der Fanclub von Marcel Kittel sich positioniert haben, haben wir gehört. Die sind jetzt in der ersten Woche komplett mit dabei. Wenn dann Kittel in die Berge muss, machen die währenddessen Urlaub und in der dritten Woche wollen sie dann wieder an die Strecke kommen. Aber die letzten Jahre habe ich die auch immer wieder gesehen. Also die nehmen sie sich wohl jährlich als Ziel, dann vorbeizuschauen. Gibt ja auch immer was zu feiern, Marcel. Ja, das glaube ich noch nie bei der Tour de France dabei gewesen in den letzten Jahren, ohne dass es ein Resultat war. Der ersten Tour, wo er dabei war, hat er relativ schnell aufgeben müssen, aber seitdem ist er quasi ja, ein Garant für Erfolge. Naja, wenigstens den Zwischensprint wird er auf jeden Fall noch an der Spitze erreichen. Das bringt dann ja auch immer nochmal 20 Punkte in der Wertung fürs grüne Trikot oder 1.500 Euro Geldprämie. Sollen sich seine Mühen wenigstens ein wenig auszahlen für die Mannschaft. So üppig sind dann ja die Summen, die hier als Preisgeld ausgezahlt werden, auch nicht bei einer Tour de France, außer natürlich für den Gesamtsieg. Aber auch selbst das muss man eigentlich in Relation stellen zu anderen Großsportereignissen wie beim Tennis oder halt auch im Fußball. Das ist natürlich die Tour de France das größte jährlich stattfindende Sportereignis. Und da, wie viel gibt es für einen Sieger? Was sind das? 500.000. Hört sich erstmal viel an, kommt aber noch Steuern runter. Das zahlt man dann erstmal auch durch die neuen Rennfahrer. Und dazu kommt auch, dass die Betreuer kriegen natürlich auch was ab. Bleibt immer noch gut was übrig. Aber dafür, dass man eigentlich dann auch das Größte mit im Sport gewonnen hat, ist es eigentlich im Vergleich relativ wenig.
ich habe eine wunderschöne Zahl. Wir haben ja vorhin über die Orica-Mannschaft, die im Jahr 2015 da so sturzgeplagt war, gesprochen. Die gesammelte Orica-Mannschaft hat bei der Tour 2015 ein Preisgeld von 10.940 Euro erradelt und das für 3 Wochen Arbeit für 9 Leute, wahrscheinlich ungefähr 4 oder 5 Masseure, nochmal ebenso viele Mechaniker, dazu noch die sportlichen Leiter. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Und weil ja gerade auch Wimbledon parallel stattfindet, also bei der Tour de France, gibt es für alle zusammen ein Preisgeld von 2,28 Millionen Euro. In Wimbledon werden 45 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttelt. Allein wenn man das Einzel gewinnt, 2,6 Millionen, also das mehr als Fünffache eines Tour de France-Siegers, der dafür 3.500 Kilometer Fahrrad fahren muss. Genau, also man darf da halt Radsport einfach nicht mit anderen Sportarten vergleichen. Obwohl wir natürlich auch noch besser dastehen als zum Beispiel in der Leichtathletik. Aber wiederum ist halt die Tour auch das größte jährlich stattfindende Sportereignis. Was denkst du, wie werden Marcel Kittel und André Greipel mit dem Zwischensprint umgehen? Mit wie viel Einsatz werden sie da reingehen oder inwiefern spielt da die erwartete Sprintentscheidung in Vittel auch eine Rolle, die in 50 Kilometern dann ansteht? Ich glaube, es wird so laufen in den letzten Tagen, dass er schon voll drauf fahren, aber halt natürlich, auch dann immer noch mit dem Gedanken ins Finale, weil es sind dann jetzt auch nur noch 50 Kilometer bis ins Finale, das heißt, es dauert eine Weile, bis man dann die Beine wieder locker gefahren hat. Aber es ist auf jeden Fall auch gut, immer kurz anzutasten, weil heute die Etappe auch ganz jetzt in ein Ekeltempo gefahren wurde. Das ist gar nicht so schlecht, mal kurz einzutreten. Ich musste gerade lachen, weil die Band da ja am Straßenrand gerade ein Lied von den White Stripes gespielt hat. Ich habe mich mit Simon Geschke unterhalten vor dem Start dieser Tour de France. Der spielt ja auch gerne Gitarre. Und White Stripes gehört zu seinen bevorzugten Bands, die er selber die Lieder gerne spielt. Dazu noch Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, Jimi Hendrix, aber da ist er dann schon ziemlich schnell an seinen Grenzen, wie er gesagt hat. Und auch erzählt, meistens spielt er zu Hause eher Akustikgitarre, weil seine Nachbarn finden das überschaubar toll, wenn er E-Gitarre spielt. Ja, kann ich mir vorstellen. Würde man doch gerne einen Blick auf ihn erhaschen, wenn er da gleich vorbeikommt, wenn die immer noch das gleiche Lied spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Motorradkameramann da in dieser Position bleibt, bis das Hauptfeld vorbei ist. Aber heute gibt es halt auch mehr Punkte beim Sprint für die... Im Ziel, nicht beim Zwischensprint. Nee, beim Zwischensprint auch. Jetzt doch, wenn nur einer vorne ist, jeden ist Tag. Doch... Ja, klar. Also ist aber halt die Abstufung, meine ich. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau, ja. Aber Christian Knees in seiner Rolle als Wasserträger da voll bepackt. Wie viele Flaschen kriegt man da so rein? Ja, Christian ist groß gewachsen. Bestimmt 12, 14 wird er schon reinbekommen. Bei mir war bei 8 dann schon Limit. Aber ich bin auch nicht so lange gewachsen. Ne? Christian Knees ist mehr als 1,90 groß. Ja. Schon mal der erste kleine, ganz dezente Hinweis für die Zuschauer auf One. Sie kennen das ja schon aus dem vergangenen Jahr bei uns. Wir werden dann versuchen, gleich einen fließenden Übergang in die ARD-Live-Übertragung hinzukriegen. So etwa gegen 16.15 Uhr werden Paul Voss und ich uns verabschieden. Und dann müssen Sie einmal zu Ihrer Fernbedienung greifen, um dann umzuschalten in den Rest der Etappe. Den können Sie dann in der ARD sehen. Wenn Sie auf sportschau.de unser Zuschauer sind, dann ändert sich gar nichts. Nur die Stimme in einer knappen Viertelstunde. Dann hören Sie dann Florian Nass am ARD-Mikrofon und Paul Voss und ich werden uns dann wahrscheinlich wieder für die Siegerehrung nach dem Ziel melden. Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt, wie er, schon 13 Minuten Vorsprung hatte und dann sieht man, wenn jetzt eben die Zeitmessung einem ja immer von Mal zu Mal kleinere Zeiten anzeigt? Ja, man rechnet ja damit. Von daher ist es, glaube ich, jetzt in dem Fall gar nicht so großes Problem. Das wird dann eher kritischer, wenn man wirklich realistische Ziele verfolgt, um da vorne die Etappe zu gewinnen. Aber jetzt so hier, das ist halt, wir sehen es wahrscheinlich noch ein bisschen herbei, da irgendwann mal eingeholt zu werden. Aber natürlich, wer sich selber noch belohnt mit dem Zwischensprint, eventuell die Bergwertung. Und wenn er natürlich dann noch die meisten Kilometer bis jetzt in der Fluggruppe absolviert hat, ist natürlich noch was Schönes on top.
Aber wir haben eben gerade Olivier Legac aus der FDJ-Mannschaft bei der Tourärztin gesehen. Der hat augenscheinlich doch ein bisschen mehr gesundheitliche Probleme. Ist gestern schon als allerletzter ganz einsam im Ziel in Longwy angekommen. Hat jetzt schon nach den ersten drei Tourtagen einen Rückstand von 27 Minuten und 14 Sekunden auf Geraint Thomas, auf den Führenden der Gesamtwertung. Er hat zumindest den Zwischensprint fast schon in Sichtweite. Ein Kilometer noch und dann können wir uns, wenn wir jetzt Guillaume van Kaijersbulk begleiten dürfen bis zur Linie in Gauvillers, können wir uns vielleicht auch schon mal einen Eindruck verschaffen, ja, was da auf die Top-Sprinter gleich zukommt. Bei der Zwischensprintwertung wieder so die Anfahrt ist. Geht sogar ein kleines bisschen hinab. Auf dem letzten Kilometer vor der Sprintwertung, man sieht das auch so ein bisschen, aber es ist nicht allzu steil, aber auf jeden Fall wird es ziemlich schnell werden von der Endgeschwindigkeit. Ja, definitiv, ja. Ist ja auch nicht geradeaus. Für den Sprint besser geeignet als viele Etappenankünfte, möchte ich mal sagen. Ja. Zumindest beim Giro d'Italia, da gab es ja in diesem Jahr echt viel Diskussionsstoff, da gab es dann teilweise noch enge Kurven kurz vor dem Schluss oder relativ winklige Anfahrten für Sprints. Also da stand nicht unbedingt immer nur die Gesundheit aller teilnehmenden Sportler im Vordergrund. Ja, das ist aber im Giro auch ein Dauerthema, wo man eigentlich jedes Jahr immer mindestens zwei, drei Etappen hat, wo man echt so ein bisschen was hinterfragen könnte oder sollte. Ja, also er sichert sich 20 Punkte als erster bei der Zwischensprintwertung. Guillaume van Kaijersbulk. Das heißt also, fürs Hauptfeld sind dann gleich noch 17 drin für denjenigen, der als erster gleich über die Linie dort fahren wird. Oh, die haben sich Mühe gegeben bei der Gartengestaltung. Ja. Da schaut der Gärtner einmal, nicht nur einmal vorbei in der Woche. Ja, ziemlich repräsentativer Bau, das Château de Beauvau-Grau. Herrlichen Wassergraben drumherum. Aber wir sind jetzt natürlich gespannt, wer sich da wie vorne platzieren kann beim Zwischensprint. André Greipel und Marcel Kittel haben den ersten beiden Tagen jeweils teilgenommen, haben sich da auch Punkte gesichert, aber sie sind sie nicht mit letzter Konsequenz gefahren. Also haben sich da immer noch gewisse Reserven zurückgelassen für den Zielsprint. Und jetzt können wir auch schon so sehen, wie sich die einzelnen Teams da vorne platzieren. Links vorne haben wir Dimension Data für Mark Cavendish. Und dann haben wir vorne in der Mitte Anfahrer für Marcel Kittel, der ist ja heute leicht zu erkennen im grünen Trikot. Etwas weiter rechts haben wir die rot-weißen Trikots von Lotto Soudal für André Greipel. Peter Sagan im Weltmeistertrikot ist da gut zu erkennen. Und jetzt vorne versucht die Sunweb-Mannschaft da augenscheinlich einen eigenen Zug aufzubauen. Die schwarz-weißen Trikots für Michael Matthews, die ziehen jetzt hier so nach innen rein. Sicherlich auch schon so ein bisschen kleiner Testlauf für den Sprint später in Vittel. Auch FDJ ist da vorne vertreten für Arnaud Demare. André Greipels Teamkollegen sind da im Moment noch ein Stückchen weiter zurück. Er selbst ist da am Hinterrad von Demare. Rechts außen können wir ihn da sehen. Versucht sich da jetzt nach vorne zu schieben. Markus Burkhardt guckt sich da um, wo ist eigentlich mein Sprinter? Wo ist Peter Sagan? Der ist jetzt noch ein bisschen zurückhaltend. Kommt jetzt mit einem Anfahrer nach vorne. Das dürfte Rüdiger Selig sein. Der bringt ihn da jetzt ideal in Position. Arnaud Demare auf der linken Seite, Peter Sagan geht hinterher. Im roten Trikot haben wir André Greipel. Das wird ein spannendes Duell, vielleicht auch ein kleiner Gradmesser für die Zielankunft von André Greipel. Oh, das war eng. Ich könnte sogar sagen, ich glaube, Demare war der Erste, oder? Ich will auch sagen, Demare. Demare vor Greipel und Sagan, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war wohl ein starker Sprint von Demare. Ja, war natürlich auf der Innenseite, hatte einen etwas kürzeren Weg, hat nicht die höchste Endgeschwindigkeit. Ah, Sagan auf 2, Kittel auf 4, also damit ist Arnaud Demare ein bisschen näher herangerückt an Marcel Kittel.
muss aber sagen, dass Demar sehr kontrolliert aus der Reihe sprint. Also, ja, ist definitiv in einer sehr guten Form. Ja, damit 6 Punkte aufgeholt gegenüber Marcel Kittel. Also demzufolge, Marcel Kittel liegt nach meiner Rechnung jetzt dann bei 77 Zählern, Arnaud Demar bei 74. Also, da muss er auf jeden Fall vor dem Franzosen bleiben im Ziel, damit er das Trikot verteidigen kann. Peter Sagan als Zweiter ist jetzt bei 65 und André Greipel hat 13 Zehner dazu gewonnen, der hat jetzt 43 Zehner. Aber die anderen Sprinter haben natürlich auch gepunktet, da müssen wir erstmal gleich die offizielle Auswertung abwarten. Ich muss natürlich auch sagen, dass Rüdiger direkt einen super Job gemacht hat, auf den letzten 500 Meter nochmal nach vorne gefahren mit Peter Sagan im Hinterrad. Rüdiger Selig ist ja kein so bekannter Fahrer, aber ich finde, der hat sich gerade so in den letzten 2 Jahren unglaublich entwickelt. Also der war vorher ein Mann, der talentiert war, aber jetzt ist er augenscheinlich auch wirklich einer, der eine ernsthafte Rolle spielen kann auf so einer großen Rundfahrt gegenüber der Weltklasse-Konkurrenz. Genau, er ist mittlerweile einer der Fahrer geworden, der halt den Unterschied machen kann. Im Sprint jetzt halt für Peter Sagan oder halt eben auch Sam Bennett. Ja, das war bisher der aufregendste Moment des Tages, möchte ich so mal sagen, seit dem Start, ja. Der Zwischensprint. Jetzt sind es noch 46 Kilometer. Wenn man in den Sprintermannschaften unterwegs ist, wie weit vorne hält man sich jetzt schon im Feld auf in dieser Rennphase, wenn man jetzt eh wegen des Zwischensprints schon mal vorne war? Welche Position lässt man sich maximal so etwa zurückfallen? 40, würde ich jetzt mal so sagen. Man sieht natürlich jetzt hier auch der Menschen-Data-Fahrer am Ende des Feldes. Normalerweise fängt man natürlich an, sich langsam zu konzentrieren und ein bisschen Spannung im Körper zu bekommen, um da nachher dann fürs Finale bereit zu sein. Wie ich auch schon mal erwähnt habe, ist eigentlich 30 Kilometer vom Ziel, gerade auf solchen Straßen, wird es irgendwann schwer nach vorne zu kommen, weil die Straße einfach voll ist. Alle wollen vorne sein, Sprinter-Teams und Gesamtwertungsfahrer. Und wenn man da zu spät versucht, nach vorne zu fahren, kann halt alles einfach auch vorbei sein. Ja, wir haben neulich noch mit André Greipel und Marcel Sieberg, seinem Teamkollegen, darüber fachgesimpelt, was für einen Unterschied das ausmacht, ob man bei einem Sprint bei der Tour de France dabei ist, wo wirklich alle Top-Leute da sind, oder ob man einen vergleichbaren Sprint beim Giro d'Italia, was ja immerhin auch die zweitwichtigste Landesrundfahrt ist, fährt. Beim Giro d'Italia schafft man es relativ leicht, noch auf den letzten 10 Kilometern nach vorne zu kommen, wenn man die entsprechende Unterstützung hat. Bei einer Tour de France-Etappe kann so eine, sag mal, der Anfang einer Sprintvorbereitung schon ruhig mal 30 Kilometer vom Ziel sein. Genau, ja. Das musste mir letztes Jahr auch schmerzhafte Erfahrung bringen, als wir dann so 2-3 Etappen einfach immer viel zu spät versucht haben, nach vorne zu kommen. Also mit Sam Bennett damals noch. Und das ist halt, ja, das machst du zweimal die Fehler und dann, ja, das ist auch, dass du einfach schon frühzeitig sehr viel Energie rein investieren musst, um da eine gute Position zu haben. Bin sehr gespannt, wie das heute ausgeht am Ziel in Vitel. Ob Marcel Kittel seinen zweiten Etappensieg feiern kann, ob André Greipel vielleicht zu Erik Zabel aufschließen kann mit insgesamt 12 Etappensiegen bei der Tour de France. Alle wollen sie dabei sein bei den Top-Sprintern. Paul und ich, wir werden uns jetzt so in 2-3 Minuten verabschieden. Dann geht es weiter mit Florian Nass in der ARD. Letzter Blick in unserer Übertragung an den Streckenrand. Morgen, das wird eine ganz andere Etappe. Da geht's in die Vogesen, da geht's hinauf auf eine Bergankunft der ersten Kategorie. Nach Blanche de Belfi, sehr neu noch bei der Tour de France, die aber in den letzten Jahren gleich zweimal den Etappensieg für einen der Großen gebracht hat. Chris Froome hat da seine allererste Tour de France-Etappe gewonnen. Vor 2 Jahren war es dann Vincenzo Nibali, der da gewann. Also das ist immer schon so ein erster Gradmesser,
wer denn wirklich die Beine hat, um den Toursieg mitzufahren. Da sind wir gespannt morgen drauf und heute, ja, da freuen wir uns auf den Massensprint. Ja, morgen ist noch so ein Tag, wo man eventuell auch als Ausreißer die Chance hat, anzukommen, je nachdem, wie das Team Sky Interesse hat, da nachzufahren, das Trikot zu behalten. So, da haben wir das offizielle Ergebnis, haben das soweit alles richtig gesehen. Demar hat also 6 Punkte aufgeholt im Vergleich zu Alain Demar. Damit 77 Punkte in der Gesamtwertung für Marcel Kittel, 74 für Alain Demar, 65 für Peter Sagan. All das wird sich ändern, kann sich ändern am Ziel in Vittel. Da gibt es dann 50 Punkte für den Etappensieg. Und dann wird diese Wertung wieder ganz anders aussehen. Von unserer Seite soll es das gewesen sein. Wir bedanken uns für vielleicht sogar mehr als 4 Stunden Aufmerksamkeit heute. Da haben wir nämlich begonnen mit unserer Übertragung auf morgen. Geht es eine Stunde später los. 13.05 Uhr können Sie mit dabei sein. Dann beginnt das Weltbild in Richtung La Planche de Belleville. Paul Voss und ich, wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünschen jetzt viel Spaß mit Florian Nass. Pferdchen am Rande, das auch dran glauben musste und sich als Tour de France-Fan heute hier an der Strecke zeigt. Also, das Tempo ist inzwischen natürlich deutlich höher geworden, es ist ja klar. Und der Vorsprung, der einst über 13 Minuten groß war, ist deutlich geschrumpft in der warmen Sonne heute. Es geht ja Richtung Vogesen. Temperaturen knapp unter 30 Grad sind erreicht. Dieser Sprint in Vittel ist natürlich viel zu wertvoll, als dass man den Mann vorne an der Spitze gewähren lassen würde. Aber trotz allem, man wundert sich vor allem, was die kleineren Mannschaften angeht, dass sie heute nicht die Initiative mitergriffen haben, diese Riesenchance, sich auf ihren Sponsoren zu zeigen, dem großen weltweiten Publikum, und nur ein einziger Mann vorne an der Spitze fährt. Man muss schon sagen, da
gibt es viel Kopfschütteln und ich bin mir sehr sicher, dass auch der Veranstalter der Tour de France, die ASO, das heute ein bisschen intern diskutieren wird, vielleicht nochmal mit den sportlichen Leitern bespricht. So war das über weite Strecken dieser heutigen Etappe wahrlich alles andere als unterhaltsam und alles andere als ein wirkliches Radrennen. Es war Langeweile pur. Ein schöner Gruß an meinen Kollegen Florian Kurz, der das gemeinsam mit Paul Voss heute schon von Beginn an auf sportschau.de und One live kommentiert hat. Das war ganz sicher nicht immer das reine sportliche Vergnügen. Respekt dafür. Und damit auch der Hinweis, dass Sie bei uns in der ARD auf diesem Wege, nämlich auf sportschau.de und auf One, jeden Meter Tour de France live verfolgen können, bevor wir dann den ersten auf Sendung gehen. Melden Sie sich gerne, Jenny, wenn ja, Sie Fragen und Anregungen haben. Tag und Nacht. Immer, nachts geht vielleicht keiner ans Telefon unter der 0681 60245, aber mailen geht immer tour@sportschau.de und jetzt auch gerne an den Hashtag ARD-Tour oder auf Facebook auf unsere Sportschau-Seite und da können Sie auch jede Menge Fragen loswerden und wieder die Eindrücke von der Strecke posten. Da haben wir ja wirklich schon schöne Sachen bekommen und dann können wir das hier in der Sendung unterbringen. Solange der tapfere Mann aus Belgien vorne ist, werde ich Ihnen einiges über ihn erzählen. Das ist erstmal der Abstand, 40 Kilometer vor dem Ziel, vor Vittel. Also ein Mann in der Flucht und 2:07 dahinter das komplette Feld der restlichen 194 Fahrer. Gestern ist keiner ausgeschieden. Ja, wer ist das? Dieser Mann ist vor allem groß gewachsen, 1,93, bringt auch ein paar Kilo, nämlich deutlich über 80 auf die Waage, hat bis zur letzten Saison unter Vertrag gestanden bei der Mannschaft Quickstep, also dem mit renommiertesten Rennstall überhaupt. Und das ist schon eine große Ehre, vor allem für einen Belgier dort zu fahren. Aber man hat ihm dann keinen neuen Vertrag gegeben, denn er gilt so ein bisschen als, ich will nicht sagen Lebemann, aber jemand, der am Strand auch gerne mal eine Stunde länger liegen bleibt. Und deshalb musste er sich einen neuen Job suchen. Den hat er gefunden bei dieser Rotti-Mannschaft aus Belgien, die eben mit einer Wildcard hier am Start ist. Interessant ist seine Lebensgeschichte oder die Familienstory. Schon sein Vater war nämlich ein Profi, aber der noch erfolgreichere, das war sein Großvater, der ist nämlich sogar Weltmeister geworden. Und zwar im Straßenrennen 1963. Bellamy B. hat sein Vater Kurt, habe ich gesagt, war ebenfalls Rennfahrer, aber die Geschichte dieser Straßen-WM 1963 vor heimischem Publikum, nämlich in Ronse, war außergewöhnlich, weil der Kapitän der Belgier, damals Rick van Leuwer, und der Großvater eben von Kersburg, der lieferte sich einen echten Kampf mit seinem Teamkollegen, zog sich sogar von ihm ab am Trikot und fuhr als Weltmeister quasi ins Ziel. Und seitdem haben dann diese beiden kein Wort mehr miteinander geredet. Das ist eine Geschichte, die was ganz Besonderes ist in diesem radsportverrückten Land Belgien. Also eine außergewöhnliche Story, die diese Familie also begleitet. Die Sprintwertung des Tages haben wir gesehen in Gauvilliers. Jetzt sehen wir gleich die Bergwertung des heutigen Tages. Col de Trois-Fontaines. Col ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eine Bergwertung Kategorie 4. Und wer das Reglement kennt, und das können Sie sich bei uns auch bei Sportschau.de alles immer noch mal genau anschauen. Wer weiß, aha, das ist die kleinste. Es gibt dort einen Punkt, den wird er sich noch holen. Das bedeutet auch, in der Bergwertung wird es am Ende dieser Etappe heute keine Veränderung geben. Und dieses Trikot behält dann also der Amerikaner Nathan Brown. Diese Entscheidung ist damit schon mal klar. Ja, auf was warten wir heute? Erstmal auf den Zusammenschluss, den wird es bald geben. Das läuft alles sauber auf einen Massensprint in Vittel hinaus. Wir warten gleich auf die Bergwertung, die nehmen wir in jedem Fall mit. Das hat unser Mann, Guillaume van Kersburg, einfach verdient. Viele Fans auch hier oben. Ansonsten ist das, ich will nicht sagen, eine gottverlassene Gegend, aber es ist eine Gegend, die sehr, sehr dünn besiedelt ist. Das macht es auch nicht ganz so leicht, wenn man sich auf eine solche Etappe vorbereitet und dann durchfährt man Dörfer mit
60, 70 Einwohnern, aber man hat sich versammelt hier und feiert den Radsport, denn es ist natürlich auch nicht alltäglich, dass die Tour de France dann durch eine solch abgelegene Region kommt, wie das heute der Fall ist. Ja, der Sprint, darüber werden wir uns ausführlich noch unterhalten werden, dazu dann auch die Stimmen haben, wie sich die Sprintermannschaften darauf vorbereitet haben. Organisation beginnt nun so langsam. Streckenkenntnis ist extrem wichtig, weil dieser Sprint in Vittel ein ganz anderer ist als der, den wir in Lüttich gesehen haben. Da ging es ja vor allem 2,5-3 Kilometer einfach nur geradeaus. Heute ist das anders, heute ist das winkliger, aber dazu später dann noch etwas mehr. Wir sind gleich in der Region Grand Est. Die ist neu entstanden nach der Regionalreform im Jahr 2016. Sie ist entstanden aus den Regionen Elsass, Champagne-Ardennes und Lorraine, also Lothringen. Als vorläufiger Name wurde zunächst Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine verwendet, war ein bisschen sperrig mit 4 Begriffen und also hat man das Ganze dann Grand Est genannt und dieser Name wurde dann eingeführt am 1. Oktober 2016. 5,5 Millionen Menschen leben hier, hört sich erstmal viel an, aber diese Region ist gewaltig, denn sie grenzt ja an Deutschland, sie grenzt an Belgien, an Luxemburg und sogar an die Schweiz. Da erahnen Sie, wie groß diese Region aus 10 Departements tatsächlich ist. Gab allerdings auch Proteste gegen diesen Zusammenschluss, vor allem im Elsass. Der Arzt ist die Ärztin, im Tourtross ist im Einsatz, muss nicht immer zwingend eine Verletzung sein, aber Olivier Legac ist gesundheitlich angeschlagen, deshalb ist er im Gesamtklassement auch sehr, sehr weit zurück, jetzt schon mit 27 Minuten. Wir gehen mal davon aus, dass er erhebliche Magenprobleme hat, bekommt hier eine Flüssigkeit, die ihm vielleicht hilft, Durchfallbeschwerden besser zu verarbeiten. Das ist nur eine Vermutung, die wir haben, aber auf jeden Fall ist klar, wenn ein Mann nach 3 Tagen 27 Minuten Rückstand hat, dann geht es ihm wahrlich nicht gut. So, jetzt auch das Feld mit dran. Das ist kein Problem für die Sprinter hier, das durchzuziehen. Tempo ist weiterhin wahrlich nicht hoch. Gibt danach noch eine zweite Welle, aber dann im Auslauf Richtung Vittel oder Kittel, wie manche jetzt schon frohlocken und hoffen, wird das dann alles wieder flacher. Aber wir haben ja eben nicht nur Marcel Kittel im Angebot, sondern auch einen sehr starken André Greipel. Das hat er beim Zwischensprint gezeigt, das hat er aber auch in Lüttich gezeigt mit seinem 3. Rang. Er ist auch gut in Form, also es gibt mehrere Optionen, das Ganze erfolgreich zu bestreiten. So, das ist die Bergwertung des heutigen Tages. 4. Kategorie, 1 Punkt, 200 Euro für die Mannschaftskasse. Schauen wir uns noch ein zweites Foto an, das wir geschossen haben bei der Begutachtung dieser Strecke. Der Marcel Kittel Fanclub ist da aus Thüringen, eine ganze Woche mit dabei, dann eine Woche Urlaub und in der letzten Woche wieder an der Strecke. Haben heute die Straße dekoriert. So, und damit sind wir eigentlich im Thema drin. Mit dem Kampf um diesen deutschen Sprinterrekord bzw. Etappenrekord, den hält ja noch Erik Zabel mit 12 Tagessiegen. Aber dahinter lauern eben André Greipel mit 11 und Marcel Kittel mit 10. Der Kampf um den deutschen Rekord. Hendrik Wachsburg. Eine der großen deutschen Nachwuchshoffnungen im Sprint ist zum ersten Mal als Fahrer bei der Tour de France dabei. Aber schon als Kind hat er mit seinem berühmten Vater Erik Zabel erlebt, wie es sich anfühlt, bei der Tour als Sprinterkönig ganz oben zu sein. Ich habe da schon gemerkt, dass es wahrscheinlich als Radsportler nichts Schöneres gibt, als in Paris auf dem Podium zu stehen und ein Trikot zu gewinnen oder die Etappe zu gewinnen. Jetzt aber ist der Zabel-Fabel-Rekord von 12 Etappensiegen bei der Tour in Gefahr. André Greipel mit 11 Toursiegen und Marcel Kittel mit 10 Erfolgen sind beide
ganz dicht dran. Marcel traue ich auf jeden Fall noch einen weiteren Etappensieg zu, aber ich glaube, André Greipel hat in der letzten Grand Tour, ich weiß nicht, seit 2011 oder so, glaube ich, jedes Mal eine Etappe gewonnen. Von daher, auf jeden Fall wird er auch seine Etappe gewinnen, denke ich. Und wie schätzen die deutschen Sprinterhoffnungen André Greipel und Marcel Kittel ihre Chance zum Rekordsieg schon heute ein? Ich denke, Arnaud Demar, André Greipel, Mark Cavendish. Also, wir haben so viele Sprinter hier, wir sind ja gerade erstmal einen Sprint gefahren im Finale. Und natürlich ist das dann ein bisschen anders. Da muss man natürlich die Elbung schon mal ausfahren. Aber heute bin ich wieder genauso motiviert wie vor der zweiten Etappe. Es ist kurz vor 12. High Noon bei der Tour. Greipel oder Kittel? Wer knackt den Zabel-Rekord zuerst? Rick Zabel wird es aus dem Fahrerfeld ganz genau beobachten. Ja, und Rick Zabel wird das auch aus guter Position beobachten, denn er ist ja ein ganz wichtiger Anfahrer von Teamkollege Alexander Christoph, den man auch immer nennen muss, den besten Sprinter aus der Katjuscha-Mannschaft, während wir hier nochmal ein paar Studien gesehen haben von den natürlich als Favoriten zu nennen, André Greipel und Marcel Kittel. Arnaud Demar ist zu Recht genannt worden, der gestern einen exzellenten Eindruck hinterlassen hat bei dieser schwierigen Zielankunft in Longwy. Gleiches gilt für Michael Matthews, der ja das Ziel ausgegeben hat, das grüne Trikot in diesem Jahr zu erobern, nach fünfmaligem Erfolg von Peter Sagan. Aber wie stark der ist, haben Sie gestern auch bei uns im Ersten gesehen. Trotz des Rausrutschens aus dem Pedal gewann er das fast schon spielerisch leicht. So, 1:32, also 12 Minuten hat er inzwischen eingebüßt von seinem enormen Vorsprung, das ganze 34 Kilometer vor dem Ziel. Wir befinden uns jetzt etwa in 400 Metern Höhe. Diese Bergwertung, die wir gerade vor ein paar Minuten gesehen haben, Col de Trois-Fontaines in 480 Meter Höhe. Es gibt übrigens noch einen Col de Trois-Fontaines, aber der ist in den Alpen bei Sechilien und der ist mit seiner 20 Kilometer langen Anfahrt natürlich auch bedeutend länger. Das ist dieser nächste Zwischenanstieg, aber man hat darauf verzichtet, hier eine weitere Bergwertung zu setzen. Das wäre auch wirklich Quatsch gewesen. Der Straßenbelag, vielleicht auch noch ein ganz gutes Thema. Das ist böse für einen Ausreißer, denn es ist ein sehr rauer Belag. Man hört jedes Geräusch, es rumpelt und puppelt. Und deshalb ist das Ganze sehr, sehr unangenehm für den Mann vorne an der Spitze, wenn man zudem bedenkt, dass er nun seit Stunden alleine unterwegs ist. Ja, lassen Sie uns doch mal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen, was sich da getan hat. Geraint Thomas, direkt dahinter Chris Froome, der ist aufgerückt gestern nach diesem Tag, der in Longwy endete. Matthew Sagan, Edvald Boasson-Hagen. Bester Deutscher ist Nikias Arndt nach seinem sehr starken Auftritt im Zeitfahren in Düsseldorf, aber auch gestern mit dabei. Emanuel Buchmann hat sich verbessert. Ich bin mir sicher, morgen wird sich das noch einmal verändern und Buchmann wird noch einen Tipp aufrücken, denn es wird noch schwerer dann in den Vogesen. Buchmann wird, das ist meine Prognose, morgen unter die Top 10 fahren können und er wird noch weiter heranrücken können an das weiße Trikot. Er ist ohnehin schon in Reichweite. Aber solange Nikias Arndt bei seinem Tour de France Debüt vorne ist, wollen wir ihn auch würdigen und haben dazu auch mal Jens Vogt befragt. Der Nikias Arndt ist eine großartige Kombination zwischen einem Tempobolzer und Zeitfahrer, aber auch einem endschnellen Mann. Das heißt, nach einer schweren, hügeligen Etappe kannst du ihn super gut als Sprinter einsetzen oder eben als Tempobolzer, wenn es gilt, Loch zuzufahren, ohne die Spitzengruppe zu gehen. Ein Mann, der auf jeden Fall jede Mannschaft bereichert. Ja, das kann man sagen. Und er hat ein klares Ziel, auch Nikias Arndt, nämlich einer der weltbesten Anfahrer zu werden. Und er hat das ja auch schon zahlreich unter Beweis gestellt, wie stark er tatsächlich ist.
1,41. Wir haben vorhin schon häufig gedacht, sie spielen mit ihm, sie lassen ihn die ganz lange Leine vorne, 13 Minuten. Möglicherweise kommt man da schon mal ins Grübeln, kann das eventuell für mich reichen, aber natürlich, der Mann ist so lange im Geschäft, 5 Jahre bei Quickstep unter Vertrag, der weiß, wenn die hinten diese 194 anderen ernst machen, ziehen wir mal seine Teamkollegen ab, dann ist es natürlich um mich geschehen. Also sie lassen ihn da wirklich vorne verhungern, ohne dass er eine Aussicht hat auf einen Erfolg. Gibt schon Fragen, die Sie uns stellen? Markus aus Bozen in Südtirol, schönen Gruß, über den Brenner, fragt, wie ist das mit dem Preisgeld? Wie viel bekommt man beispielsweise für einen Etappensieg? Es sind 11.000 Euro und er will wissen, wie viel bekommt davon der Fahrer? Erstmal in der Regel nichts, weil es meistens so ist, dass die Teams eine große Kasse haben, mit der alle Prämien hineinkommen und dann ist ein bisschen unterschiedlich, nach welchem Schlüssel das Ganze dann ausgezahlt wird. Es geht dann auch um Renntage, Renneinsätze. Beteiligt werden übrigens häufig auch nicht nur die Sportler selbst, sondern auch das gesamte Team, also die Pfleger, die Mechaniker, die bekommen weniger, aber sie bekommen auch einen kleinen Anteil aus diesem Topf und das ist am Ende des Jahres dann auch eine schöne kleine Zusatzeinnahme für die Sportler. Interessant übrigens auch, dass von diesen Prämien nicht alles ausbezahlt wird, sondern ein kleiner Anteil einbehalten wird und der geht an die Anti-Doping-Agentur des Weltradsportverbandes UCI, man muss eigentlich sagen an die Unabhängige, denn es ist eine Stiftung. Ein Teil wird direkt abgezogen, damit dieser Anti-Doping-Kampf weitergeführt werden kann. Also sie zahlen quasi in diese Kasse mit ein. Das wird vom Veranstalter dann direkt abgezogen und ist so mit dem Weltradsportverband UCI vereinbart. Da nämlich sich zum Beispiel Michael freut, dass trotz der sportlichen Langeweile heute durch deine unterhaltsame Information die Übertragung gar nicht so langweilig ist. Schließt Peter wichtig eine Frage an. Wie lange bereiten sich die Kommentatoren eigentlich auf die Etappen vor, dass du das auch alles kulturell hier liefern kannst? Also das hängt natürlich davon ab, wie lange unsere Übertragung ist. Am Sonntag hatten wir natürlich eine besondere Übertragung, die in Düsseldorf startete durch diese Menschenmassen, die, ganz ehrlich, ich kriege jetzt noch mal eine Gänsehaut. Als ich das sage, kriege ich eine Gänsehaut. Das stimmt übrigens wirklich. Das ist Wahnsinn. Das war so toll. Aber schauen Sie sich die Bilder nochmal an. Danke an die Regie. Diese Startbilder. Und das war überragend. So, jetzt zur Frage. Wir sind ja vor allem in Deutschland gefahren und da möchte man so gut wie es irgendwie geht vorbereitet sein. Auf diese Etappe habe ich mich 2 Tage vorbereitet. 2 volle Tage, um so viel wie möglich zu wissen. Nicht alles kann man erzählen, weil dann war das Wetter auch schlecht beispielsweise. Wir haben nicht jeden Ort von oben gesehen. Es passiert auch was Rennrelevantes. Es ist ja in erster Linie mal ein Sportereignis, ein Radrennen. Aber auch an einer solchen Etappe wie heute versucht man irgendwie was rauszukriegen über jeden Ort. Man schaut sich die Internetseiten an, man ruft mal an, auch bei einem Bürgermeister. Also das dauert lange. Ich würde sagen, die Vorbereitung auf die Tour de France, nur was die Strecke angeht, dauert genauso lange wie die Tour selbst, nämlich ungefähr 20, 21 Tage. Die gehen drauf und die müssen auch sein. Und dazu gibt es natürlich dann im gesamten Jahr das auf dem Laufenden halten, was den internationalen Radsport angeht. Wir übertragen ja jetzt nicht ganz so viele Rennen wie andere Spartensender beispielsweise. Das muss man ja ganz ehrlich und offen sagen. Das wissen Sie ja auch zu Hause. Aber mein Heimrennen in Frankfurt, 6 Stunden live, da geht natürlich schon Zeit drauf. So zum Beispiel auch hier bei der Tour de France. Dann gibt es eine Frage von René Cerno. Beim Rennen sind in den letzten Jahren immer viele Amerikaner sehr erfolgreich mitgefahren. Ja, nicht alle waren so richtig toll und sympathisch, aber gut, die Frage, warum gibt es in Amerika keine so spektakulären Rennen wie die Tour de France? Es gibt schon welche. Die Tour of California ist schon ein richtig großes Radrennen, aber da kommt mir eine Geschichte in den Sinn, abgesehen davon, dass es mehrfach schon Anfragen gab, die Tour de France in den USA
zu starten, denn es gab mal einen großen Sponsor, kann man ja sagen, Coca-Cola, die wollten die Tour de France starten lassen in den USA, aber das sind enorme logistische Dinge. Der ganze Tross muss ja wieder rüber über den Atlantik und da hat die Tour gesagt, nein, das ist uns zu groß, egal was ihr uns da bietet, nee, das wollen wir lieber nicht. Aber jetzt kommt die Geschichte, die ich letztens nochmal in einer Zeitung gefunden habe, auf die wir sowieso eingehen wollten. Der amerikanische Präsident Donald Trump, der hat damals Ende der 80er Jahre eine Rundfahrt gegründet, nämlich die Tour de Trump, nach sich benannt. Er ist dort als Mäzen aufgetreten. Es gab zwei Austragungen. Das Ganze war kein Flop, aber es war nicht so groß, wie er dachte. Denn er meinte natürlich, also die Tour de France, das packen wir mal locker. Ja, das werden wir ganz locker mal in den Schatten stellen. So groß war es da nicht. Sie haben mit unglaublichen Summen geworben, um die Fahrer aus Europa rüberzuziehen, machten aber einen Fehler. Eine Austragung beispielsweise kollidierte und lief parallel zum Giro d'Italia. Und der Giro war dann den Fahrern doch ein Stückchen näher als die Tour de Trump. Zwei Auflagen Ende der 80er Jahre. Dann gibt es noch eine Frage von Raphael. Die werde ich schnell noch beantworten. Denkt ihr, dass morgen schon einer der Favoriten angreifen wird? Ja, bei einem solchen Anstieg in den Vogesen wird ihnen gar nichts anderes übrig bleiben. Und Christopher Froome hat das dort ja auch schon mal gezeigt, wie stark er ist. Gleiches gilt für Vincenzo Nibali. Also, sie würden sich sicherlich freuen, noch ein bisschen Ruhe zu haben. Aber es wird Attacken geben. Denn da gibt es Leute wie Quintana, die wollen die Sekunden gut machen, die sie jetzt schon nach dem Zeitfahren verloren haben auf Christopher Froome. Ja, es wird morgen Angriffe, es wird morgen Attacken geben. Und da werden wir auch sehen, wie stark Emanuel Buchmann ist, der beim letzten großen Vorbereitungsrennen immer in der Gruppe der Besten gefahren ist. Wir sind gleich wieder zurück auf der vierten Etappe der Tour de France. Bis gleich. Vierten Etappe der Tour de France 2017. Nach dem gestrigen Tag waren 430 Kilometer absolviert. Heute kommen weitere 207,5 hinzu und demnächst wird dann
auch die Minute geknackt. 1:10 noch der Vorsprung dieses einsamen Mannes aus Belgien. Vor dem Feld der restlichen 194. Es wird ein Kampf der Sprinter werden. Gleich wollen wir ein bisschen einsteigen, um Sie vorzubereiten auf das, was wir heute erwarten hier in Vittel. Aber zuvor noch, das gehört sich so, wir haben Sie aufgefordert, schreiben Sie uns Ihre Fragen, dann beantworten wir die gerne. Beispielsweise Petra fragt, wie sehen die unterschiedlichen Trikots aus? Grün gleich Sprint zum Beispiel. Aber was ist das für ein Grün? Da sind doch viele Grüne, stimmt. Weil Cannondale eben auch mit grünen Trikots unterwegs ist. Und in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Tour de France, der ASO, hat man festgelegt, ja, ihr dürft auch mit grünen Trikots fahren, weil das natürlich dann auch die Farben des Sponsors sind. Die will man natürlich auch zeigen. Deshalb wird auch zugelassen, dass ein Gelbanteil innerhalb eines Trikots sich befindet. Und das Gelbe, das ist Ihnen klar, natürlich ist das Besondere, diese Farbe, die so sehr für die Tour de France steht. Dann gibt es noch eine Frage, wie ist das mit den Sponsoren, mit den Firmen, wo kommen die her? Und vor allem, das ist die Frage von Mitch, wie hießen diese Teams früher? Das hat sich in der Tat verändert, machen wir es mal plausibel an der deutschen Mannschaft Sunweb, die ja ursprünglich eine niederländische Mannschaft war, hieß damals mal Skill Shimano, dann Giant Shimano, Giant Alpecin, Deco hat sich dann verabschiedet zu Katyusha, Argos Shimano hieß man zwischenzeitlich auch nochmal und gegründet wurde dieses Team mal als Batavus Bank Giro Lotterie Big Star im Jahr 1999 und dann mehrfach änderte man den Namen und zwar immer dann, wenn ein neuer Sponsor hinzukam. Gleiches Beispiel bei der Mannschaft Bora Hansgrohe, ist zuvor Bora Argon 18, zuvor NetApp. Also das kann immer sehr schnell wechseln, aber es gibt eben auch traditionsreiche Teams, die ihren Namen über Jahre, Jahrzehnte mittlerweile schon behalten, so wie Cofidis beispielsweise aus Frankreich. Und als letztes noch, bevor wir uns dann dem Sprint widmen von Hannes Detlef, kommt die Frage, werden die Räder vor jedem Start geprüft, ob sie mit den Regeln übereinstimmen? Nicht alle, aber es gibt sehr, sehr viele Kontrollen seitens des, dafür ist er zuständig, des Weltradsportverbandes UCE. Es geht ja da vor allem um Kontrollen, ob da alles mit den rechten Dingen zugeht, was das Thema Motordoping angeht. Es gab ja einen Fall einer Belgierin im Querfeld-Einsport, aber den langjährigen Verdacht, dass auch bei Straßenrennen geschummelt wird, quasi mit dem E-Bike gefahren wird, eigentlich eine unvorstellbare Geschichte, aber man wird seine Gründe haben, weshalb man dieser Sache nachgeht. Man hat eine Tablet-Methode eingeführt, das Rad wird quasi gescannt, nicht geröntgt. Auch diese Möglichkeit gibt es. Und diese Kontrollen werden natürlich ohne Ankündigung im Prinzip jeden Tag hier bei der Tour de France durchgeführt. Man hat sogar zwei Gruppen gebildet seitens der Kontrolleure der UCI, die das Rennen begleiten. Auch innerhalb des Rennens wird mit Wärmebildkameras operiert, um diesen möglichen Vergehen auf die Spur zu kommen. So, jetzt aber zum Sprint des heutigen Tages, 46 Sekunden hat er noch vorne der Ausreißer, aber es wird zum Sprint kommen, 20 Kilometer vor dem Ziel. Und wir haben uns erkundigt, beispielsweise bei Marcel Kittel, was die technischen Details der Zielanfahrt angeht. Ja, es wird auf jeden Fall ein ziemlich schweres Finale. Viele Kurven, es geht auch nochmal zumindest ein kleines bisschen bergan und bei 3 Kilometern kommt noch mal eine Abfahrt, viele Kurven dann und leicht berghoch wieder zu den letzten 300 Metern. Also da wird es viele Kämpfe geben um die Positionen und es wird auch richtig schnell am Ende. Davon gehen wir aus. Ich meine, 65 Stundenkilometer sind ungefähr erreicht worden in Lüttich. Es geht hier in Vittel dort, wo wir sitzen, in unserer Kabine direkt an der Ziellinie, ganz leicht bergan. Aber das Problem sind eigentlich 3 Kurven, die einen 90-Grad-Winkel haben. Es ist heute trocken, alles okay, aber es wird jede Mannschaft versuchen, ganz weit vorne zu fahren. Die Sprintvorbereitung wird dementsprechend früh beginnen, um die beste Position einzunehmen.
Ja, und wir haben natürlich auch André Greipel gefragt, was das Thema Sprintvorbereitung angeht. Es wird auf jeden Fall einen Massensprint geben. Das Finale wird ziemlich technisch sein, ein bisschen schmaler als in Lüttich. Und am Ende natürlich ist der Leadout ziemlich wichtig und den haben wir in Lüttich fast perfekt hinbekommen. Der Leadout, damit ist die Anfahrt gemeint. Die Sprintvorbereitung, das Eskortieren des Sprintkapitäns. Nicht jeder braucht so viel Vorbereitung, das ist sehr unterschiedlich. Bei Peter Sagan, der allerdings sehr viel Unterstützung erfährt, ohne Frage, hat man immer das Gefühl, der ist so klar mit seinen Gedanken, der hat so ein hervorragendes Auge, der braucht vor allem Orientierung an den Konkurrenten. Warum überhaupt ist dieses Anfahren so wichtig? Vor allem geht es ums Tempo. Denn wenn die Sprinter alleine wären und würden sich dort duellieren, dann gäbe es ohne Ende Attacken. Aber bei einem solch hohen Tempo, wie wir es dann langsam sehen werden, sind jetzt schon bei 55 Kilometer pro Stunde, ist es natürlich dann in so einem Finale ausgeschlossen, dass ein Ausreißer noch einmal weggeht. Deshalb ist auch diese Anfahrt so wichtig. Also, eines bekommt er heute ganz sicher. Das ist die rote Startnummer am morgigen Tag, denn es gibt nur einen Bewerber als angriffsreichster und angriffslustigster Fahrer, so heißt es direkt, dieser heutigen Etappe. Guillaume van Kerspel aus Belgien. War sehr gut in seiner Jugendzeit, war mehrfach belgischer Jugendmeister im Einzelzeitfahren. 2009 gewann er den Paris de Roubaix, das ist das Juniorenrennen von Paris Roubaix. Und er ist auch schon bei uns mal auffällig gewesen, und zwar beim... Oh, dann ist er den weiten Weg. Und zwar ist er unterwegs gewesen bei der Juniorenrundfahrt der Niedersachsen. Großer Traum war immer der Sieg bei einem der ganz großen Klassiker, den Monumenten, die die Belgier so lieben, obwohl Paris Roubaix natürlich in Frankreich ausgefahren wird, aber das haben sie irgendwie so ein bisschen für sich adaptiert und adoptiert. Paris-Roubaix ist auch ein belgisches Rennen, auch wenn es über die Grenze hinweg geht, aber natürlich auch die Flandern. Hat er nicht erreicht, diesen Traum hat er sich nicht erfüllt und Kritiker würden wahrscheinlich sagen, hättest du mal ein bisschen intensiver noch trainiert, das ist der Vorwurf, den so der ein oder andere belgische Journalist schon mal verfasst hat, wenn es um also, Katjuscha für Alexander Christoph, das ist das Team. Und Toni Martin, der sich ja leichte Verletzungen zugezogen hat. Und noch immer 19 Sekunden für Guillaume van Kerspel. Wir sind jetzt bei Gironcourt-sur-Vren gerade vorbeigekommen, glaube ich, auch schon an dieser riesigen Glasfabrik. Vitel und Contrexéville ist nicht weit weg. Er wehrt sich noch ein bisschen, aber gleich haben sie ihn. Und das ist der größte Arbeitgeber hier. Man muss sich das vorstellen. Rund 2 Milliarden Glasflaschen werden dort pro Jahr hergestellt. Lage war und ist ideal. Quarzsand, Kohlelagerstätten, das war früher der Ausgangspunkt, mittlerweile wird das angeliefert. Dazu einen Bahnanschluss. So entstand diese gigantische Glasfabrik. Man begann früher mal mit 600 Flaschen, jetzt also 2 Milliarden. Gibt noch eine Frage eines Zuschauers von Manfred Brüchig, der möchte gerne wissen,
wie viele Höhenmeter heute gefahren werden, die spielen heute keine Rolle, obwohl die sich auch bei solchen Etappen schon durchaus mal auf 1000 Höhenmeter addieren können. Er ist fertig, sagt er, zeigt er an zumindest, aber das war auch wirklich ein großartiger Auftritt von ja, 190 Kilometern solo an der Spitze. Das ist schon mal eine echte Hausnummer. Also, es gibt auch bei solchen Etappen wie heute, die jetzt nicht total flach sind, schon ein bisschen welliges Profil haben, durchaus mal 1000 Höhenmeter, aber die fallen eben nicht so sehr ins Gewicht. Und Dennis Held würde gern wissen, wie es denn um die Deutschlandtour steht. Gut, so sagen es zumindest die Veranstalter und das sind diejenigen, die in der Planung sind. Stuttgart ist vorgestellt worden, man wird mutmaßlich aus nordwestlicher Richtung in Richtung Stuttgart fahren und dazu passt vielleicht auch noch die Information, dass sich weitere deutsche Städte interessieren auch für die Tour de France und dann können die möglicherweise auch ins Spiel kommen über die Deutschlandtour, denn der Veranstalter der Deutschlandtour ist ja der gleiche Veranstalter, der die Tour de France ausrichtet und vielleicht ist da so ein bisschen die Deutschlandtour der Lockvogel, um zu zeigen und zu sagen, na, beweist euch doch erstmal bei der Deutschlandtour, also das halte ich zumindest mal für möglich, ohne dass ich es so definitiv bestätigen kann. Aber interessant ist, dass heute bei diesem Rennen zu Gast ist Alexander Hetjes, wem das nicht sagt. Er ist der Oberbürgermeister der Stadt Bad Homburg im Taunus vor den Touren Frankfurts. Und wenn ein deutscher Bürgermeister oder Oberbürgermeister die Tour besucht, dann häufig auch mit einem Hintergedanken. Und tatsächlich ist es wohl auch so, dass man sich eine Etappe der Tour de France in Bad Homburg gut vorstellen kann. Und ins Auge gefasst hat man die Jahre 2020 und 2021. So, alles ist zusammen. Das Rennen ist kompakt. Unser Mann, der uns viel Freude gemacht hat, der lässt es ausrollen. Streckt nochmal die Zunge raus. Und ja, wenn es richtig spannend wird, sind wir auch gleich wieder zurück hier im Finale der vierten Etappe. Bis gleich. Dieser vierten Etappe auch die Teams der Gesamtklassementfahrer zeigen sich nun vorne. Nicht nur die Sprintermannschaften. Bora sehen Sie jetzt auf der linken Seite für Peter Sagan. Markus Burkhardt ist wieder mit dabei, sondern auf der rechten Seite ist das die Astana-Mannschaft mit Jakob Fuglsang, mit Fabio Aru. Den erkennen Sie allerdings nicht im Teamtrikot, sondern Sie erkennen ihn an den italienischen Landesfarben, denn er ist der italienische Meister. Also rot, weiß und grün. Wenn ich es richtig gesehen habe, direkt neben ihm der Weltmeister Peter Sagan. Katjuscha formiert sich rechts, aber das ist dieses Beispiel dafür, dass sich eben nun auch die Klassementfahrer vorne einschalten. Movistar, die haben keine Aktien im Massensprint. Die wollen Nairo Quintana raushalten, bloß keinen weiteren Sturz. Valverde haben sie ja bereits verloren, wenngleich das natürlich beim Einzelzeitfahren passierte. Aber das wäre nun wirklich die Horrorgeschichte für Movistar, wenn sie Quintana möglicherweise durch einen Sturz noch verlieren sollten. Arnaud Démare sehen wir direkt in der Bildmitte, dort wo sich auch Sagan aufhält. Démare heute auch sicherlich einer der Mitfavoriten. Links schiebt sich die Mannschaft Sunweb nach vorne für Michael Matthews. Die roten Trikots auch auf der linken Seite, direkt vor Sunweb, das ist Lotto Soudal.
für Greipel, die funktionieren sehr gut in der Sprintvorbereitung. Goldener Helm, rote Trikots, das ist die Mannschaft Bahrain Merida. Die haben mit Sonny Colbrelli auch einen starken und guten Mann mit dabei, der schon Bill Lüttich mit reingehalten hat. Jascha Sütterlin macht da die Arbeit für Movistar bei seinem Tour de France Debüt. Ganz vorne der Mann, der so drüber hängt mit den Händen über dem Lenker, das ist Jascha Sütterlin. Tony Martin sehen wir an zweiter Position links vorne. Der Mann, der sich gerade mit dem Kopf nach hinten umschaut. Das alles 11 Kilometer vor dem Ziel. Es gibt keine großen Schwierigkeiten, aber es geht dann 3 Kilometer vor dem Ziel bergab. Dann gibt es die erste 90-Grad-Kurve. Streckenkenntnis sollten Sie eigentlich alle haben. Sie werden von Ihren sportlichen Leitern mit Informationen versorgt. Es gibt bei jeder Mannschaft auch ein Vorauskommando, dass sich das Ganze noch einmal anschaut, dann die Rückmeldung gibt an den sportlichen Leiter und die haben ja wiederum die Chance, über den Tourfunk ihre Fahrer zu informieren. Ich denke, Sagan wird natürlich auch wieder mit reinhalten. Jenny, du hast, schiebst mir gerade einen Zettel rüber. Das hat ja sicherlich Grund dafür. Das wollte ich auch gerne loswerden. Ja, klar. Das war so schön, weil Bora Hansgrohe gestern noch auf Facebook gepostet hat, und zwar wie die abgegangen sind, als er gewonnen hat. Ja, man muss das verstehen. Das war für die Mannschaft Bora der erste Tour de France Etappensieg. Ja, das ist die zwischenzeitliche Krönung eigentlich dieser Mannschaft und deshalb natürlich so intensiv bejubelt und gefeiert. Aber klar, wenn man Peter Sagan ins Team holt, dann kann man eigentlich sicher sein, dieser Plan wird dann auch aufgehen. Und Sie haben ja gesehen, heute war er ja schon deutlich aussagefreudiger. Gestern hat er nur kurz gesagt, I don't think, ich sag gar nichts und ich denke auch nichts. Hebt die allgemeine Stimmung so ein, erklappen Sie. Genau. Ja, letztendlich ist er auch Werbebotschafter, das ist ja klar, er ist ja nicht nur ein reiner Sportler, er lebt ja von den Sponsorengeldern und er lebt davon sehr gut. Er ist nämlich einer der absoluten Topverdiener im Feld der Radprofis. Fährt jetzt so ungefähr an Position 25, etwa 6., 7. Reihe, gleich könnte er ins Bild kommen. So nicht. Da ist er, links an der Seite. Aus Guy vorne mit dabei, Christopher Froome auf der rechten Straßenseite, weiße Trikots, gelbe Helme. Sie haben ja weiterhin die Führung auch in der Mannschaftswertung inne. 9 Kilometer bis zum Ziel. Wer hinten fährt in diesem Peloton, der kann durchaus auch mal einen Tritt auslassen. Dimension Data versucht sich nun, und zwar erfolgreich, nach vorne zu arbeiten. Das heißt, ihr Kapitän Mark Cavendish hat signalisiert, ich bin gut. Allerdings hat er auch gesagt und ausrichten lassen, er brauche die Unterstützung seiner Mannschaft. Im letzten Jahr lief das ja quasi schon im Alleingang. Da war er in einer solch großartigen Verfassung. Aber nach seiner Erkrankung im Frühjahr, pfeifisches Drüsenfieber, ist er, kann er noch nicht so fit sein wie im Jahr 2016 und deshalb sagt er, ich brauche alle Unterstützung der Mannschaft in einer Sprintvorbereitung. Marcel Sieberg im Hintergrund, rotes Trikot, Lotto Sudal. Rechts Katjuscha eingereiht, Rick Zabel und Toni Mann. FDJ ganz in der Bildmitte, das ist die Mannschaft von Arno Demar, haben allerdings auch den litauischen Meister in ihren Reihen. Aber Demar, wenn sie genau in der Mitte sind,
an fünfter Position, da sehen Sie das Trikot des französischen Meisters. Rechts daneben, das ist Markus Burkhardt und hinter dem fährt der Weltmeister, fährt Peter Sagan. Das zeigt auch, welch bedeutsame Rolle Markus Burkhardt in diesem Team Bora Hansgrohe spielt. Gelbes Trikot, Geraint Thomas, keine Frage, der wird dieses Trikot heute verteidigen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da müsste schon Außergewöhnliches jetzt passieren. Und wenn er reinfährt in die 3-Kilometer-Marke und dann stürzt, dann wird er ohnehin zeitgleich gemessen. Also noch etwa 4,5 Kilometer bis zum Erreichen des Stadtgebietes von Vittel und dann beginnt dieser kurvenreiche Kurs, diese wirklich anspruchsvolle Anfahrt zum Ziel hier in Vittel. Vittel übrigens ist die Partnerstadt von Badenweiler im Schwarzwald, zum vierten Mal Etappenort der Tour de France und 1968 startete die Tour de France hier mit einem Grand Départ, so etwas wie wir es in Düsseldorf erlebt haben. Damals zum Auftakt gab es 2 Halbetappen, das war zu dieser Zeit noch sehr üblich und auch etwas Besonderes, 1968 wurde mit Nationalmannschaften gefahren, die Franzosen durften 2 stellen, die Deutschen 1 und das Team war groß, nämlich 10 Fahrer im deutschen Nationalteam. Oh, da gibt es ein bisschen Ärger. Eine Auseinandersetzung zwischen Astana und Dimension Data. Die haben wir vorhin noch auf der anderen Straßenseite gesehen. Jetzt haben sie die Straßenseite gewechselt. Vielleicht war das der Grund dieser Aufregung, dieses kleinen Disputs, aber der hat sich ja auch schon wieder erledigt. Jetzt die roten Trikots, das ist diesmal nicht Lotto Soudal, das ist diesmal Cofidis für Nasser Bouhanni, die zweite französische Hoffnung. Dieser geduckte Mann, den Sie direkt vor Peter Sagan sehen, beziehungsweise vor Bora Hansgrohe. Ein Mann mit einem ganz aggressiven Sprintverhalten, der hat da nicht nur die Beine zum Einsatz zu bringen, sondern durchaus auch mal die Schultern und die Arme. Direkt in der Windmitte, Markus Burkhardt, erstmals dekoriert mit dem deutschen Meistertrikot, geholt hat er sich's in Chemnitz. Noch 6 Kilometer, 5,9, um exakt zu sein. Rechts eingeblendet, die aktuelle Geschwindigkeit, aber das wird sich noch weiter erhöhen. Ich habe es angesprochen, kurz vor dieser ersten 90-Grad-Kurve geht es leicht bergab. Da könnte ich mir vorstellen, wird das Ganze noch hochgehen auf Ende 50. Zwei französische Anwärter, darauf hoffen natürlich hier die heimischen Fans. Sky fährt nun nach vorne, da geht es darum, Christopher Froome, natürlich auch Geraint Thomas aus allen Schwierigkeiten herauszuhalten, die sich ergeben können bei einer solchen Anfahrt. Das ist das große Problem, dass nun alle reinhalten und alle um diese Positionen vorne kämpfen. Die linke Seite ist keine schlechte, denn die erste 90-Grad-Kurve, die geht eben nach links. Immer noch sehr ländliche Umgebung, aber Vittel, das wir jetzt hier von oben sehen, ist ja nun auch nicht so riesengroß. 5.400 Einwohner hat Vittel. ...2009 gab es hier eine Etappe zuletzt, gewonnen vom Dänen Nicky Sørensen. Und tags drauf gab es eine unglaubliche Regenschlacht Richtung Colmar und Heinrich Hausler drohte sich damals den Tagessieg. Jetzt nochmal leicht bergab, angeführt von Toni Martin. Das ist der Mann, der so lange vorne war, der muss nun dieser Soloflucht Tribut zollen, aber es ist kein Problem. Er wird auch ein bisschen Gesellschaft bekommen von anderen Fahrern, denen nun die Kräfte ausgehen oder die ihre Kräfte sich einteilen und haushalten müssen für das, was ja noch kommt im Verlauf dieser 3 Wochen. Vier Kilometer. Ja, Toni Martin wird etwa, schätze ich mal, so bis 3, vielleicht maximal bis 2 Kilometer vorne mit dabei bleiben, dann müssen andere das Ganze
übernehmen. Nein, jetzt ist er schon raus. Gibt ja eine klare Rollenverteilung. Schauen Sie mal, wie Tony Martin da nach hinten durchfällt. Er hat seinen Job getan. Man muss allerdings auch sagen, er ist ein bisschen angeschlagen, eben durch diesen schweren Sturz, den es gegeben hat. Nicht heute, sondern eben vor 2 Tagen. Sieberg, 2. Position im roten Trikot, direkt dahinter André Krapp. Rechts, Dimension Data für Mark Cavendish. Oh, da geht's raus. Einmal auf den Rasen. Also was die Vorbereitung angeht, macht Lotto Soudal wieder heute einen sehr, sehr guten Job für André Kreipel. Das unterstreicht er ja auch immer wieder. Und Marcel Sieberg, einer seiner ganz wichtigen Helfer, wieder in vorderster Position zu finden. Sie sind noch mit 3-4 Mann dabei. Immer große Aufmerksamkeit gefordert, wenn sich wieder ein Fahrer nach hinten durchfallen lässt, weil seine Arbeit beendet ist. Jetzt diese erste Kurve, die ich angesprochen habe. Technisch ist das kein Problem, alles geht gut. Das wird noch enger, das wird noch schwieriger in der Anfahrt hier nach Vittel. Aber erste Kurve schon mal gut genommen. Und es geht kurvenreich weiter, trotz allem sehr guter Straßenbelag, alles ist okay. Aber wehe, es hätte heute geregnet. 2,2 Kilometer, ich habe es angesprochen, es wird um die 60 km/h schnell, jetzt sogar in dieser Abfahrt, 65, 64 Stundenkilometer. Noch 2 Kilometer hier in Vittel. Die zweite Sprintankunft dieser Tour de France 2017 ist eröffnet. Der Kampf um die Top-Platzierung. Marcel Kittel ist noch ein Stück hinten, aber wir haben ja gesehen, welche enorme Form er hat. Ganz unten, die blauen Trikots, da ist Marcel Kittel mit dabei. Also Position 20 jetzt ungefähr. Runterbremsen von 70 auf, ja, deutlich dann runter auf 30, 40 Stundenkilometer und dann wieder anfahren, dann wieder anziehen. Feld lang gezogen. Blick geht immer wieder nach hinten. Demar ist auch noch ein ganzes Stück zurück. Kreipel hat eine sehr gute Position und Demar ist direkt mit dabei. Es geht eben auch darum, das richtige Hinterrad zu finden. Da ist noch eine Lücke. Und es gibt den Sturz, den wir irgendwie auch befürchtet haben. Das gelbe Trikot ist gestürzt, aber, das habe ich angedeutet, es wird zeitgleich gewertet, wenn es in einen Sturz in dieser Gruppe mit verwickelt ist. Kreipel ist auf jeden Fall noch mit dabei. Sieberg geht raus. Kittel kommt nicht mehr dran. Wenn, dann reden wir über André Kreipel, der ist an 2. Position in den roten Trikots. Achten Sie auf ihn. Vorne ist noch ein Anfahrer dabei. Sagan ist wieder mit dabei. Auch der fährt die Ellenbogen aus. Demar ist dabei. Aber Kreipel hat eine richtig gute Chance. Aber man sucht natürlich den Rücken und das Hinterrad. Degenkolb sehe ich auch noch hinten, so an 7., 8. Position. Cavendish ist mit dabei. Demar an 4. Position. Sagan direkt hinter Buhani. Der ist nämlich auch noch mit dabei. Jetzt André Kreipel auf der rechten Seite. Vorne Christoph Nox, der Sturz. Furchtbar. Und noch einer. Meine Güte. Jetzt Christoph, Sagan oder Demar. Die machen es unter sich aus. Arnaud Demar, der französische Meister, gewinnt. Und der ist nicht nur der Tagessieger, sondern er übernimmt damit auch das grüne Trikot. Aber das ist eine Randnotiz an diesem Tag. Geraint Thomas sitzt wieder auf dem Rad. Er ist gestürzt, aber innerhalb dieser 3-Kilometer-Marke. Und deshalb wird er keine Zeit verlieren. Degenkolb ist schwer gestürzt. Meine Güte. John Degenkolb, der mit dabei war. Herrje, da wird alles völlig nebensächlich, was den Sieg angeht. Und hoffentlich geht es für die Gestürzten weiter. All die rollen ein, die
die von diesem Sturz betroffen waren oder aufgehalten wurden. Auf jeden Fall gewinnt der Franzose Arnaud Demar diese Etappe, aber ganz ehrlich, das ist total nebensächlich. Es müsste, ich glaube, es ist Mark Cavendish. Und Degenkolb, den sehen Sie links, stürzt darüber. Er hat überhaupt keine Chance auszuweichen, nicht den Hauch einer Möglichkeit. Und fordert dann die sportliche Entscheidung für Arnaud Demar. Greipel wird Vierter. Es hat sich angedeutet bei Arnaud Demar, während wir hinten links die Fahrer, die Kollegen sehen von Trek, Segafredo bei John Degenkolb, der jetzt zu diesem Zeitpunkt noch mit auf dem Rad ist. Da sehen Sie ihn an vorletzter Position. Achten Sie jetzt auf die linke Seite. Cavendish versucht da durchzukommen. Oh, Sagan gibt ihr eine mit. Das muss man klar sagen. Sagan geht mit dem rechten Ellenbogen raus und buxiert damit Cavendish in die Bande und der Leidtragende ist zudem John Degenkolb. Da bin ich gespannt, wie die Jury da entscheiden wird. Jetzt sehen wir es von oben. Jetzt sehen wir es, jetzt genau da. Aber das ist eindeutig zu sehen. Das ist klare Absicht von Sagan, den rechten Ellenbogen rauszustellen. Ob er ihm wirklich die Tür zumachen will mit dem kompletten Rad, sei mal dahingestellt. Aber den rechten Arm so auszufahren, das ist eine derartige Unsportlichkeit, die gehört sich nicht. Das haben wir übrigens dank an unsere Regie, Ihnen aus dem Helikopter jetzt mal selbst schnell gebastelt. Im Weltbild ist das so noch gar nicht aufgearbeitet worden. Also ganz ehrlich, da fehlen mir die Worte. Bei einer solchen Attacke und der Kopf ging ja auch rüber. Ihm war bewusst, dass Cavendish dort kommt. Das ist der Blick. Hier nochmal der Sprint aus anderer Position. Schauen Sie sich das an. Das ist ja schrecklich, wie zwei Fahrer dann, unter anderem John Degenkolb, in den stürzenden und den gestürzten Mark Cavendish hineinfahren. Klarer Erfolg für Demar. So, da haben wir es nochmal markiert, beziehungsweise das ist jetzt aus der Weltregie. Also, das darf doch nicht wahr sein. Kurz mal zu Michael Antwerpers runter in den Zielbereich. Ja, John Degenkolb, das kann ich kurz berichten, ist hier gerade vorbeigekommen, während es hier hektisch wird, weil der Sieger der Etappe vorbeikommt, Demar, der Franzose. John Degenkolb sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie man es nach so einem Sturz